Hey Leute, nach längerer Zeit gibt es diesmal wieder ein Video von mir. Und in diesem Tutorial erkläre ich euch, wie ihr in League of Legends die Map verändern könnt, und zwar das Aussehen der Map. Und ich möchte euch auch noch erklären, wie ihr das Aussehen der Minions verändern könnt. Und dafür geht ihr einfach mal auf die Seite jorixiworks.com. Und hier sollte dann League of Legends stehen. Dann geht ihr einfach mal auf Map Skins und dann sucht ihr euch die Map aus, die ihr verändern wollt. Also für die ihr ein Design downloaden wollt. Ich gehe einfach mal auf Summoner Rift. Diese Map benutze ich auch meistens, deshalb nehme ich die jetzt einfach mal. Und jetzt sucht ihr hier mal ein Design raus, das euch am meisten gefällt. Ich mag Snow Rift irgendwie am meisten. Passt ja jetzt auch ganz zur Jahreszeit und so weiter. Und ja, dafür müsst ihr, also damit ihr es installieren könnt, braucht ihr den Skin Installer Ultimate. Der, also unten steht hier SIU. Klick einfach mal rechtsklick darauf, dann linke neuen Tab öffnen. Und dann downloade ich mir das einfach mal. Also am besten mal die neueste Version downloaden. So, und ich erstelle mir jetzt einfach mal auf dem Desktop einen Ordner. Den nenne ich SIU. Also für Skin Installer Ultimate. Und die ZIP-Datei ist jetzt auch schon fertig, deshalb packe ich die jetzt einfach mal in den SIO-Ordner, damit ich es auch wiederfinden kann. So. Und jetzt geht ihr einfach mal in den Ordner rein, in dem ihr das entpackt habt. Und jetzt sollte hier eine Anwendung Skin Installer Ultimate heißen. Die startet ihr einfach mal. So. Und so sieht das Ganze dann auch aus. Das muss am Anfang eine Weile laden, damit das auch einsatzbereit ist. ja. Ich gehe dann mal zurück auf die Seite hier. Und ich hoffe mal, dass es nicht allzu lange dauern wird. Ich überspringe einfach mal die Wartezeit, bis hier 100% steht. So, das Ganze hat bei mir einige Minuten gedauert. Das kann aber auch daran liegen, dass mein Prozessor etwas alt ist. Und ja, ich mache dann einfach mal weiter. Also, wir wollten ja diese Map hier nehmen. Und dafür geht ihr wieder nach unten. Und ich nehme jetzt einfach mal hier das erste. Und jetzt kommt hier sowas. Ihr klickt einfach auf App starten. Und ja, das lädt dann wieder eine Weile. Also, das hier wird jetzt erstmal nur gedownloadet. Das Installieren ist dann nochmal einzeln. Ja, das sollte eigentlich gleich fertig sein. So, dann bestätigt ihr das einfach mal. Und dann klicke ich hier einfach mal drauf auf einem Don-Adding-Files. Ja, okay. Und jetzt mache ich hier meinen Haken rein. Und ich klicke jetzt mal einfach auf Install, damit sich das auch installiert. Dann klickt ihr hier auf Done. Also ihr müsst eigentlich nichts ändern. Und das kann wieder eine Weile dauern. Ich werde das mal überspringen, sonst wird das Video etwas zu groß und das dauert dann natürlich auch etwas länger zu uploaden. Und ja, bis gleich. So, das Ganze hat sich jetzt auch fertig installiert und ich werde jetzt einfach mal das Aussehen der Minions auch verändern. Und dafür geht ihr einfach mal auf Minion Skins. Und ja, ich nehme hier einfach mal das erste. Also ihr müsst dann hier auf More klicken. Und dann einfach hier. Und dann passiert eigentlich fast das gleiche wie davor. Nur dass es etwas schneller geht. So, und jetzt installiere ich das hier auch mal. Ja, und ich zeige euch dann gleich im Game, wenn das fertig ist, wie das Ganze aussehen wird. Und ja, dann bis später. Ja, zurück sind wir und die ganze Map hat sich jetzt verändert. Also zumindest das Aussehen der Map und das ist jetzt so weiß geworden und winterlich. Ich weiß nicht, aber mir gefällt diese Map hier irgendwie viel mehr als die langweilige Standard-Map. Naja gut, langweilig auch nicht, aber
Nach der Zeit, finde ich halt, wird es etwas langweilig mit der Standard-Map. Und ja, die Minions sollten ja jetzt auch anders aussehen und sie sehen auch anders aus. Also die Minions haben ein weihnachtliches Aussehen. Weihnachten ist zwar schon vorbei, aber ich weiß nicht, mir gefällt das trotzdem. Ja, und das war's auch schon mit dem Video. Falls ich euch weitergeholfen habe, könnt ihr ja gerne einen Daumen hoch hinterlassen. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr euer Feedback hinterlässt und wenn ihr weitere Videovorschläge schreibt. Und ja, dann danke fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.